Ein Café in Teheran. Shabnam und ihre Freunde diskutieren über die Präsidentschaftswahl im Iran. Die Studentin sagt nicht, wer ihr Kandidat ist. Nur so viel ist sicher, sie will einen grundlegenden Wandel in ihrem Land. Wenn man am Morgen das Haus verlässt, macht man sich schon Sorgen, ob die Kleidung nicht doch zu kurz ist für die Sittenpolizei. Und wir haben wirtschaftliche Probleme, die Inflation, die Arbeitslosigkeit. Freiheit, Arbeitslosigkeit. Diese Worte fallen bei jungen Iranern immer wieder, wenn es um die Präsidentschaftswahl geht. Viele unterstützen den reformorientierten Kandidaten Mirhossein Mousavi. Er ist der aussichtsreichste Herausforderer von Präsident Mahmoud Ahmadinejad. Wir wollen Meinungsfreiheit, dass ein Professor keine Angst vor Stockschlägen haben muss, wenn er etwas sagt, und ein Journalist keine Angst vor dem Gefängnis. Doch auch Ahmadinejad kann junge Leute für sich begeistern. Der amtierende Präsident punktet vor allem mit seinem Kampf gegen die Korruption und der harten Haltung im Atomstreit mit dem Westen. Ahmadinejad ist ein mutiger Mann. Er steht zu seinem Wort und denkt an die Armen und nicht an seine eigenen Interessen. Die ärmeren Bevölkerungsschichten sind die wichtigste Zielgruppe von Ahmadinejad. Sein Rivale Mousavi richtet sich eher an die Mittel- und Oberschicht und die Jungen. 6 von 10 Iranern sind jünger als 30 Jahre. Ohne sie lassen sich Wahlen nur schwer gewinnen. Darauf setzt Mousavi, sagt dieser Politologe. Mr. Bin Hussein Mousavi tries to give and send two kind of signals. Mousavi versucht, zwei Botschaften auszusenden. Die Jüngeren will er mit bürgerlichen Freiheiten erreichen, die Älteren spricht er unter anderem mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Arbeit an. Im Iran entscheiden die Jungen über die Präsidentschaft. Die Frage ist, wer sie am besten erreicht.